Ich begrüße euch im Namen unseres Königs und Herr des Herren, Herr der Herren und König der Könige, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, dass ihr alle dabei seid, alle eingeschaltet habt und wollte mit euch ein wichtiges Thema durchgehen, beziehungsweise mehrere Themen, weil ihr wisst ja, dass die Seite 100% Jesus mein Video, beziehungsweise unser Interview gepostet hat. Und das hat ja mittlerweile schon über 320.000 Aufrufe, glaube ich. Und die Muslime sind natürlich total ausgeflippt aus diesen, unter den Kommentaren. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Hasskommentare gesehen, weil guckt euch das an. Ich habe nur das zitiert, was in den islamischen Quellen drin steht. Und wie haben die Muslime reagiert? Die haben mich von oben bis unten beleidigt. Das Schlimmste ist, diese Muslime, die gar keine Ahnung haben von Islam und nie was mit dem Islam zu tun haben, fangen mich an, von oben bis unten zu beleidigen. Anstatt loszugehen und das zu prüfen, was ich dort sage, beleidigen die von oben bis unten nur rum. Diese Munafirun, das sind die wahren Heuchler. Die wahren Heuchler, die Mohammed bis aufs Blut bekämpft hätte. Der hat ihre Köpfe von ihren Schultern abgetrennt, weil sie sich geweigert haben, in den Krieg mit ihm zu ziehen. Und das finden wir in Sure 9, Vers 73 und in Sure 66, Vers 9. So, aber kommen wir wieder zurück. Diese Beleidigungen, die die Muslime getätigt haben gegen mich. Was habe ich denn Großartiges gemacht? Ich habe nur das wiedergegeben, was in den Quellen zu finden ist. Und wir fangen jetzt an. Denn die Muslime haben uns, also beziehungsweise mich natürlich der Lüge bezichtigt und gesagt, dass ich lügen würde, dass ich alles erfunden habe, dass ich gar keine Ahnung habe. Ja, natürlich, sowas kommt von Muslimen, Muslime, Euro-Muslime, die sowieso zum Tode verurteilt sind, wenn der Islam nach vorne kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Gerade die, die keine Ahnung haben, bezichtigen mich der Lüge. Und jetzt möchten wir Stück für Stück alles durchgehen, damit die Muslime, die die Wahrheit lieben und nach der Wahrheit suchen. Denn in Johannes 8, Vers 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und nur die Wahrheit kann uns befreien. Und diese Wahrheit hat einen Namen. Jesus Christus kann uns nur befreien von diesem Hass, der in uns ist. Aber okay, kommen wir darauf zurück. Die erste Behauptung, die ich aufgestellt habe, ist, dass der Engel Gabriel, der angebliche Engel Gabriel, den Mohammed gewürgt hat. Weil durchweg, ich habe ja gesagt, durchweg der Bibel, als ich die Bibel gelesen habe, ist mir nicht nirgendwo aufgefallen, dass ein Prophet von einem Engel gewürgt wird. Mir ist aber ein ganz wichtiger Teil in der Bibel aufgefallen, ein wichtiger Vers, den die Muslime auf jeden Fall wissen müssen, wissen sollten, was die Bibel zu diesem Thema sagt, wenn Engel kommen und irgendwas, jemanden würgen und sowas, weil es kann durchaus sein, dass es Dämonen waren. Wichtig, um diese Aussage zu tätigen, weil in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 steht, für Satan und seine Engel ist es kein Problem, sich als Engel des Lichts auszugeben. Verstehst du, was hier los ist? Ja, Bruder. Es kann durchaus sein, dass ein Dämon sich als Engel des Lichts verkleidet hat und Mohammed begegnet ist in der Höhle. Ich weiß, dass ich mit diesen Worten, die ich jetzt gerade spreche, die Muslime vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich weiß das. Ich weiß, wie sehr die das verletzt. Aber ich habe gerade eben gesagt, nur die Wahrheit kann uns befreien und die Wahrheit wird uns befreien. Wir müssen auf die Suche nach der Wahrheit gehen. Wir können nicht einfach blind den Imam vertrauen und den Sheikhs glauben, weil diese dürfen uns anlügen. Ja, das ist richtig. Die Imame wissen über alles Bescheid. Ja, richtig. Und Scheichs dürfen uns anlügen, denn in Sure 3, Vers 28 darf ein Muslim jemanden anlügen. Und wenn ein Muslim kein Problem hat, die Kuffar anzulügen, dann wird er auch uns locker anlügen. Weil wir in Islam nicht verlassen sollen und immer drinnen bleiben sollen. Warum sollen wir eine Religion mit Lügen verteidigen? Okay, ich prüfe jetzt seine Aussage mit islamischen Quellen. Okay, ich prüfe das jetzt. Ich habe Alles klar, hier, komm, lass uns durchgehen. so, ich lese aus diesem Buch hier, da steht das Leben des Propheten, ja? Seite 46, da lese ich folgendes, islamisches Buch. Da heißt es, da presst er das Tuch auf mich, so dass ich dachte, es wäre mein Tod. Dann Siehst ließ er du? mich los und sagte wieder, lies. Ich kann nicht lesen, antwortete der Engel. Und wieder würgte er mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut, lies. Und zum dritten Mal antwortete ich, ich kann nicht lesen. Als er mich dann nochmals fast zu Tode würgte und mich wieder zu diesem befahl,
fragte ich aus Angst, er könnte es noch mal tun. Was soll ich lesen? Dann sprach er, lies den Namen deines Herrn, des Schöpfers, der die Menschen erschuf aus genommenem Blut. Lies, und die Edelmütze ist dein Herr. Er, der das Schreibort zu brauchen lehrte, die Menschen lehrte, was sie nicht wussten. Sura 96, von Vers 1 bis 5. Hier muss man ganz klar einstellen, Amir, hast du gelogen? Bist du ein Hetzer? Wenn du ein Hetzer bist, dann ist diese Aussage auch hier ein Hetzer. Das ist eine islamische Quelle, ja, das ist eine Hetze. Bruder, dieser Hadith ist sehr, sehr lang. Bruder, warte, lass mich mal ganz kurz erläutern. Für die Muslime, die die Wahrheit lieben, sollen jetzt die Quelle aufschreiben, die ich denen jetzt nenne. Sahih Bukhari, Buch 91, Hadith 1. Und der Hadith ist sehr, sehr lang. Ich habe ja drei Punkte aufgestellt, oder drei, vier Punkte, in dem ich gesagt habe, der Engel kam und hat Mohammed gewürgt. Khadija hat Mohammed sein Prophetentum bestätigt, nicht er selber, sondern jemand anderes musste ihm das bestätigen. Und Mohammed wollte Selbstmord begehen, als Waraka ibn Naufal gestorben ist und die Offenbarungen aufgehört haben eine Zeit lang. Da wollte Selbstmord begehen. Und dann ist er auf einen hohen Berg gegangen und wollte sich umbringen. Verstehst du, was hier los ist? Der war suizidgefährdet, als der wahre Schreiber des Korans gestorben ist. Verstehst du was? Ich meine, die Inspiration haben aufgehört. Das steht so da drinne. The divine inspirations. Paused for a while. Verstehst du? Even Waraka died and the divine inspiration caused for a while that the prophet was very sad. Er war wirklich sehr traurig, so dass er sich von einem hohen Berg stürzen wollte. Das habe ich nicht erfunden. Er wollte wirklich Selbstmord begehen. Weil ich habe noch mehr Sachen herausgefunden. Weil du weißt, wie wahrheitsliebend ich bin. Und ich nicht blind den Menschen vertraue. Weil ich gehe selber auf die Suche. Und ich bin fündig geworden. Und ich habe in der frühesten Kindheit von Mohammed, und wir lesen in der Sirat al-Nabawiyyah von Ibn Hisham, auf der Seite 60. Denn Mohammeds Mutter hat damals schon befürchtet, dass Mohammed dämonisch besessen war. Und das ist nicht meine Aussage. Das sind nicht die Aussagen, die ich einfach tätige. Das steht wirklich auf der Seite 60 in Sirat al-Nabawiyyah von Ibn Hisham. Verstehst du? Selbst die Mutter hat gedacht, er wird dämonisch besessen, schon als kleines Kind. Ja. Und in einer anderen Quelle, in Ashifa von Qadi Iyad, auf der Seite 489, Mohammed trug Talismänner, dass er sich vor bösen Augen schützen sollte, vor bösen Omen und alles. Ein Prophet trägt Talismänner und alles. Und als Mohammed sein Prophetentum begann, so kam die Offenbarung zu ihm, jedes Mal in einer Form von einem Glockenläuten. Und wenn diese Offenbarung kam, so veränderte sich die Farbe in seinem Gesicht. Verstehst du? Und das finden wir in Sahih Muslim, Buch 30, Hadith 5766. Ja? Und was ich vorhin erwähnt habe, dass Mohammed zu Khadija gerannt ist, weil er Todesangst hatte. Hier, Mohammed rannte zu Khadija und sagte voller Angst, deck mich zu, ich befürchte, dass etwas mit mir passiert ist. Er hatte Todesangst. Deswegen muss sich hier die Frage stellen, wer war dieser Engel? Und ich habe gerade eben gesagt, die Bibel gibt uns eine Antwort darauf, in 2. Korinther 11, 14. Denn für Satan und seine Engel ist es kein Problem, sich als Engel des Lichts auszugeben. Verstehst du? Wenn das nicht Engel Gabriel war, da muss das ein Dämon sein, der sich als Engel des Lichts verkleidet hat. Denn der Apostel Paulus sagt in Galaterbrief, denn wenn wir oder ein Engel euch etwas anderes als Evangelium verkünden, der sei verflucht. Ja. Und der Mohammed kam mit etwas ganz anderem. Der leugnet die Vaterschaft, die Sohnschaft. Mhm. Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Die Gottheit leugnet der. Die komplette Bibel, wenn Jesus nicht gekreuzigt worden ist, nicht Gott ist, nicht auferstanden ist, dann brauchen wir die Bibel gar nicht mehr zu lesen. So leben wir alle in Hoffnungslosigkeit. Verstehst du? Das ist die Botschaft der Bibel. Jesus ist Gott. Er starb für die Sünden der Menschen und ist am dritten Tage wieder auferstanden. Und das durchweg des ganzen Alten Testaments, dass Gott sich selber ankündigt, Mensch zu werden. Verstehst du? In Samaria 12,10 oder Jesaja 53. Verstehst du, was hier los ist? Die Muslime kennen sich noch nicht mal mit dem Alten Testament aus. Denn wenn sie das Alte Testament lesen würden, wir haben hunderte von Prophezeiungen, die auf den Messias deuten.
Der kommt und für seine Geschöpfe leidet. Aber die kennen sich leider nicht aus. Und das, ich komme jetzt wieder zurück. Ich lese jetzt den Tafsir von Al-Qurtubi. Und bitte auch aufschreiben. Denn Al-Qurtubi hat ein Tafsir dazu geschrieben. Und das finden wir in Tafsir Al-Qurtubi 37-18. Und er schreibt in seinem Tafsir, dass Dämonen die Form von Engel annehmen. Jo. Und weiter heißt es in Al-Qurtubis Tafsir, pass auf, in Al-Qurtubis Tafsir 242-19. Ein Dämon namens Al-Abiyad, der Weiße, Al-Abiyad, Abiyad ist arabisch, bedeutet weiß, er wurde immer in Form von Engel Gabriel zu ihm gesendet, um ihn zu verführen. Guck mal, wie Al-Qurtubi das auslegt, wer dieser Engel war. Guck mal, was er da sagt. Ja. Dämonen, die in Form von Engel kommen und ihn versuchen zu verführen. Er selber gibt selber zu, dass die Dämonen im Spiel waren. Und jetzt pass mal auf. Er selber sagt in Sidat al-Halabiyah von al-Halabi, Band 1, Seite 377 und 344. Und Mohammed selbst hatte Angst, dass Dämonen ihm erschienen sind. Verstehst du? Al-Halabi hat das aufgenommen in seinem Buch, dass Mohammed selber Angst hatte, dass Dämonen ihm erschienen sind. Und das sind nicht wieder meine Aussagen, das sind aus authentischen islamischen Quellen. Ja. Verstehst du, was hier los ist? Wir haben allen Grund dazu, Mohammed als Propheten abzulehnen. Und hier, pass mal auf, weiter geht's. Und hier auf der Seite 334 in Sidat al-Halabi sagt Mohammed zu Khadija, wenn ich alleine bin, höre ich jemanden rufen und sagen, oh Mohammed, oh Mohammed. Und dann sagt Mohammed, und ich befürchte, dass es Dschinns sind. Verstehst du, der erste Eindruck ist meistens der richtige Eindruck. Ja. Verstehst du, was es heißt, sich wirklich hinzusetzen und die Quellen durchzugehen? Ja. Wenn das die Muslime machen würden, dann würden die wach werden und den Imam damit konfrontieren und sagen, hör mal zu, die ganzen Quellen sind ja voll davon, dass Mohammed dämonisch besessen war. Ja. Wie nennt man das? Er stand unter schwarzer Magie. Ein Jude hat ihn verhext. Und das finden wir im Sahih Muslim oder Sahih Muhammad. Ja. Verstehst du? Satan hatte Macht über ihn, hat den Koranverse zitieren lassen. Durch die ganzen Schriften dämonisch besessen und alles. Ein Moment für alle Zuschauer. Werden wir euch alle geben. Ja, die Quellen, wenn wir alle jetzt nach dem Livestream, wenn wir alle unter dem Livestream dann hergeben. Und du siehst unter den Kommentaren unter unser Interview, wie diese angeblichen Muslime reagiert haben. Ich bin glücklich auf einer Seite, dass sie mich von oben bis unten beleidigt haben. Denn der Herr Jesus Christus sagt selber in Matthäus 24,9. Werden um meinen Namen willen. Verstehst du, weil wir die Wahrheit sagen. Wir kommen und präsentieren ihnen die Wahrheit und die Wahrheit schmeckt ihnen nicht. Jesus damals schon gehasst, weil er den Pharisäern das ins Gesicht gesagt hat, was er sagen musste. Und die waren gar nicht begeistert. Verstehst du? Er hat die Heuchler und Otternzucht genannt. Oder wie hat der Jesus zu denen gesagt? Er hat zu ertappen. Verstehst du? So, die ganze Geschichte in Mohammeds Leben lässt uns wirklich darauf deuten, dass wir wirklich einen Grund dazu haben, den Mohammed als Propheten abzulehnen.